Das Verfassen einer Kurzmitteilung ist längst zum Volkssport geworden und für die meisten unverzichtbar. Wenn dann eine Firma SMS kostenlos anpreist, dann ist das äußerst verlockend und vor allem gefährlich. Hier ist unser Fass ohne Boden. Die SMS ist ein fester Posten auf der Mobilfunkrechnung. Jeder schickt durchschnittlich 25 Nachrichten im Monat. So eine kurze Mitteilung, die kann ganz schön ins Geld gehen. Wer sein Konto schonen möchte, der sucht zum Beispiel im Internet nach kostengünstigen Anbietern. Man sollte allerdings ganz genau hinschauen. Axel und Laura aus Mönchengladbach mussten diese bittere Erfahrung Anfang Oktober machen. Ich hatte kein Geld auf dem Handy, musste dringend eine SMS schreiben. Bin dann auf diese Seite gestoßen und ja, habe da schnell meine Daten eingegeben, die AGBs überflogen und ja, habe mich dann da eingeloggt und diese freie SMS genutzt. SMSfree24.de heißt die Seite. Geworben wird mit gratis SMS, der Service ist dann aber nicht umsonst. Nachdem ich ungefähr 20 SMS verschickt hatte, habe ich eine E-Mail bekommen, wo drin stand, dass ich einen Jahresvertrag abgeschlossen habe, in dem ich 96 Euro überweisen müsste. Fast 100 Euro soll das unfreiwillige Jahresabo kosten. Der Hinweis auf diesen Preis findet sich nur versteckt im Kleingedruckten der AGB. Also bezüglich der Kosten habe ich hier einen Screenshot von Anfang November. Da sieht man ganz deutlich, hier unten sind wir unten, da kommt also nichts mehr. Und ja, auf dieser Seite eben steht hier oben ganz dick gratis SMS sichern, gewinnen können wir dann auch noch und offensichtlich nichts von Kosten. In den letzten Wochen hat sich die Seite verändert. Ganz unten steht jetzt: SMS Free 24 wird beauftragt, monatlich 100 SMS gutzuschreiben für 96 Euro im Jahr. Ganz offenbar ist den Betreibern der Seite durchaus bewusst, dass sie sich rechtlich angreifbar gemacht haben. An den Geschäftspraktiken hat sich trotzdem nichts geändert. Nach wie vor wirbt die Seite mit 100 SMS gratis und einer zweiwöchigen Widerrufsfrist. Klingt, als könnten wir 14 Tage lang umsonst simsen und dann rechtzeitig kündigen, bevor Kosten entstehen. Wir verschicken also unsere erste SMS. Und schon wird uns ein Link gemailt. Nach der Aktivierung dieses Links wird unsere SMS dann auch versendet. 5 Tage später wollen wir kündigen. Die Antwort der Firma kommt per Mail. Die Kündigungsfrist ist abgelaufen. Sie haben bereits SMS versendet. Im allerletzten Paragraphen der allgemeinen Geschäftsbedingungen finden wir die Erklärung: Hat SMS Free24.com vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung ihrer Dienstleistung begonnen, wurden SMS versendet, erlischt das Widerrufsrecht des Kunden vorzeitig. Mehrere hundert Betroffene fühlen sich über den Tisch gezogen und die Verbraucherzentrale gibt ihnen Recht. Das ist auch unser ganz konkreter Vorwurf, dass eben über diese Kosten nicht deutlich hingewiesen wird, dies nur in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in der Fußnote erwähnt wird und so ganz bewusst darauf abgezielt wird, dass dies von den Leuten übersehen wird. Wer steckt hinter dieser Abzocke? Offiziell die High Level Media, eine Firma mit Sitz in London. Genau diese Firmenanschrift taucht auch im Zusammenhang mit diversen anderen Internetseiten auf. Alle bieten die vermeintlichen Gratis-SMS an, alle mit derselben Masche. Nach eingehender Recherche finden wir heraus, die Adresse in London ist eine Briefkastenadresse. Von hier bekommt man seine Geschäftspost weltweit nachgesendet. Doch wir finden auch deutsche Ansprechpartner. Die Namen Heiner Orthaus und Frauke Bernhoff tauchen im Kleingedruckten auf. Beide mit Adressen in Sterup. Laut Einwohnermeldeamt sind und waren Frauke Bernhoff und Heiner Orthaus nicht in Sterup gemeldet. Ich bin jetzt in Sterup angekommen. Das ist bei Flensburg eine Ortschaft und hier befindet sich, genau, Heiner Orthaus. Das ist der Ansprechpartner in Sachen Gewinnspiel. Tja, das ist ein leerer Briefkasten und offensichtlich auch leere Büroräume. Was steckt dahinter? Gibt es Heiner Orthaus überhaupt? Wir fragen in einer Arztpraxis um die Ecke. Er taucht sporadisch auf. Ich kenne ihn nur vom Sehen. Ich weiß nicht, ob er Orthaus heißt. Er hat dort wohl einen Briefkasten installiert und die Räume sind nicht ständig von ihm besucht. Ein paar Straßen weiter soll Frauke Bernhoff ihre Anschrift haben.
Wir treffen auf den Eigentümer der Wohnungen. Am Briefkasten klebt auch tatsächlich ein Namensschild. Guck mal, habe ich abgerissen? Kannst du sehen? Ne? Habe ich abgerissen und irgendeiner hat da wieder was Neues raufgetan. Ach, ohne sie davon Kenntnis zu setzen. Ich weiß nicht, jetzt reiße ich das na klar wieder ab hier. Also mir ist das scheißegal hier. Die Frau Bernhoff war also nie hier Mieterin? Die ist nie hier Mieterin gewesen. Ich habe die auch noch nie zu Gesicht bekommen. Es ist lediglich zwei Kerle sind mal hier gewesen, haben gesagt, die unterste Wohnung, die im Hinterhaus ist, sagt uns zu, würden wir gerne nehmen und so weiter. Und da gehört dieser Briefkasten zu. Mensch, können wir den schon gleich unseren Namen ranmachen und so weiter. Wir erwarten dringende Post. Ich so, ja, wie nichts gegen, sag ich, wenn wir klarkommen. Mhm. So, und dann habe ich aber, wie gesagt, das ist jetzt 2 Monate schätzungsweise her, nie wieder was von gehört. Ja, damit wäre eigentlich klar, wer hier in Sterup einen Ansprechpartner sucht, der wird definitiv nicht fündig. Möglicherweise gibt es die beiden Personen gar nicht. Unsere Recherche führt uns 30 Kilometer weiter nach Flensburg. Dort ist Helmut G. gemeldet. Er ist Domaininhaber mehrerer SMS-Seiten und offizieller deutscher Ansprechpartner der Firma High Level Media. Genau ihn wollen wir sprechen. Die Adresse ist schnell ausfindig gemacht. Auf unser Klingeln öffnet niemand, aber im Hausflur tut sich was. Aha, sehr gut. Guten Tag. Moin. Moin, moin. Entschuldigung, kennen Sie vielleicht einen Herrn? Nö. Kennen Sie nicht? Weil der hier bei Ihnen im Haus wohnt? Wissen Sie nicht? Sind Sie vielleicht Herr? War das unser SMS-Unternehmer? Wir recherchieren weiter, fragen im Einkaufszentrum um die Ecke, ob man hier Helmut G. kennt und vor allem, wie er aussieht. Helmut G. ist hier bekannt. Die Beschreibung ist auch zutreffend. Das heißt, es war tatsächlich gerade Helmut G., den wir dort getroffen haben, vor der Eingangstür seines Hauses. Er hat hier kurz noch einmal telefoniert und ist dann weggefahren. Also doch, Helmut G. hat sich vor unserer Kamera verleugnet. Wir finden weitere interessante Fakten heraus. Der Mann hinter dem SMS-Geschäft ist 55 Jahre alt, hat als Türsteher gearbeitet und ist vorbestraft. Eine Stunde später gehen wir noch einmal zum Haus und klingeln. Diesmal wird uns die Tür geöffnet. Von einem Kind. Guten Tag, hallo, Sebastian Höfner vom BIS Kabel 1. Ich wollte eigentlich zu deinem Papa. Oh ja, ja, dann waren wir garantiert richtig, denn der ist zu Hause. Wir würden ganz gerne mit Ihnen über sms.free24.de sprechen. Nachdem er uns die Tür vor der Nase zugeschlagen hat, zeigt sich Herr G. auch weiterhin nicht gesprächsbereit. Ich glaube, das kommt jetzt ziemlich feige rüber. Also, er ist nicht bereit, mit uns zu sprechen. Ich überreiche ihm im Namen der geprellten User und seiner Kunden das Fass ohne Boden für die gnadenlose Abzocke am Verbraucher. Herzlichen Glückwunsch!